Ja, hey, hallo, zurück bei mir im Channel. Euer Craft by Life ist wieder am Start. Und zwar, ich wollte eigentlich schon immer mal ein Hardware-Video machen, damit ihr mal wisst, mit was ich arbeite. Vielleicht auch die Software, mal gucken, ob ich das so mache, damit ihr wisst, wie das so alles so funktioniert. Aber zuvor ist heute eben gerade ein Paket angekommen. Es gab noch eine Sache, die müsste geändert werden. Und zwar, bevor ihr seht, meine Tastatur. Das ist meine momentane Tastatur. Ist eine Logitech-Tastatur. Die ist schon ein bisschen älter, man sieht das schon, ist schon ein bisschen fertig. Die ist an sich nicht verkehrt gewesen. Problem ist bloß, die kann nur zwei Befehle gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, wenn ihr zwei Tasten drückt, nimmt sie die. Sobald ihr eine dritte Taste drückt, nimmt er die einfach nicht mehr und blockiert die. Darüber hinaus, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, aber diese R-Taste hier bleibt nicht mehr richtig in der Vorrichtung drin. Meine Null-Taste hier unten funktioniert gar nicht mehr. Ich wollte die mal reinigen. Nach der Reinigungsaktion ist wohl ein bisschen was schief gelaufen. Deswegen, neue Tastatur. Welche genau werde ich euch zeigen? Ich habe jetzt nur aufgeschnitten und das erste, was ich gesehen habe, was ich übelst gefeiert habe, ist, ich habe es nicht bestellt, ist das. Was ist das? Ich habe absolut keine Ahnung. Und dann holen wir sie mal raus. Und zwar, es ist die liebe Rocket. Vielleicht nicht die krasseste Gaming-Tastatur, doch muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen erkundigt, weil ich brauchte jetzt wirklich eine Gaming-Tastatur. Man muss nicht 120 Euro ausgeben für eine Tastatur. Und meines Erachtens ein bisschen zu viel, denn die können nicht viel mehr als andere. Klar können die mehr, sonst wären sie nicht gerechtfertigt, diesen hohen Preis zu geben, aber sie können nicht viel mehr. Aber der Größenunterschied ist halt schon enorm. Ich halte jetzt mal hier ran. Was ich noch gerade gesehen habe, bevor ich es einbaue, ist halt nochmal zurück. Die Stecker. Wie ihr sehen könnt, wir haben zweimal USB und Kopfhörer und Mikrofon. Ich wusste von Kopfhörer und Mikrofon, aber nicht vom zweiten USB. Denn hier auf der Seite, seht ihr, Kopfhörer und Mikrofoneingang. Und auf der Seite ist noch ein weiterer USB-Slot. Was ich relativ cool finde, ehrlich gesagt. Und was ich noch richtig geil finde, hier sind andere Tasten drin in verschiedene Farben. Also, bis gleich. Das ist meine Hardware. Ich wollte euch zeigen, wie er im Betrieb ist. Man kann es jetzt leider schlecht sehen. Ich kann mal kurz etwas dunkler machen, dann seht ihr das vielleicht. Dieses Winforce-Zeichen, was hier läuft, das ist blau beleuchtet. Man kann da verschiedene Sachen einstellen, ob das atmet und so weiter. Unten links seht ihr das Netzteil. Hier unten sind zwei Festplatten drin. Hier ist einmal eine SSD-Festplatte drin, wie auch hier oben hängt. Die hat leider nicht mehr reingepasst, die haben wir angeschraubt. Dort ist mein Betriebssystem drauf installiert. Die hat 128 GB, 2 TB drin. Eine mit noch 1 Terabyte drin. Praktisch, die sind einfach dafür da, um die ganzen Aufnahmen zu machen, um das alles zu handeln. Und dann haben wir da noch eine SSD drin, von dem gleichen Hersteller, mit 240 GB. Dort sind momentan GTA drauf installiert und Battlefield. Dadurch habe ich bei GTA viel kürzere Ladezeiten. Wir haben eine GeForce 69 drin. Da sind jetzt insgesamt 16 GB verbaut. 1333er MHz. Mein CPU sitzt dahinter. Dort habe ich ein AMD 8350, also praktisch ein 8-Kern mit 4 GHz. Und der Clou ist halt praktisch, ich habe den Wasser gekühlt. Man sieht hier die Schläuche, die gehen nach oben. So sieht das Ganze von innen aus. Ihr seht praktisch, die Wasserschläuche gehen nach oben. Rechts daneben einfach noch ein Lüfter, der sich auch noch dreht, der einfach warme Luft rauszieht. Durch den weißen Lüfter wird die Luft gezogen, durch die Kühlrippe nach oben draußen. Wo die Luft reinkommt, zeige ich euch jetzt. So, dafür habe ich vorne mal kurz die Verkleidung abgebaut. Dort hinter sitzt ein Lüfter. Davor sind natürlich dann Verkleidungen und Membranen, dass kein Staub reingezogen wird. Und der zieht kalte Luft, die von vorne kommt, durch die Festplatten, damit die gekühlt werden, ins Innere. Ich nehme nämlich mit Shadowplay auf. Das müsstet ihr jetzt gerade sehen. Das ist gerade dunkel unterlaufen. Wenn es normalerweise leuchtet, die ganzen Balken hier grün. Shadowplay gibt es bei allen Nvidia GeForce-Karten mit dazu. Ist noch eine Beta, muss ich aber sagen, ist einer der besten Aufnahmeprogramme, die ich momentan für kein Geld kenne.
Man kann rückwirkend aufnehmen. Mein Aufnahmeprogramm, mit dem ich meine Stimme aufnehme, ist Audacity. Und da läuft's natürlich gerade, weil ihr meine Stimme hört. Das heißt, ihr seht meine Stimme in Pegelausschlägen. Jetzt sehe ich mich praktisch selber. Normalerweise ist meine Webcam das, was ich praktisch sehe, auf meinem anderen Monitor rechts. Sony Vegas Pro 11. Was man damit alles machen kann, reicht für Let's Plays vollkommen aus. Ich werde mich jetzt heransetzen, genau das machen, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann seht ihr es auf YouTube. Hey Leute, ich habe noch ganz was vergessen. 2 hours later. Six and a half hours later. Wie geil! Hier sind 3 Sachen drin. Wir sind irgendwie anscheinend so mit dem Köpfe. Ich zeig euch das mal. Da. Das war nicht unbedingt dein Ernst, oder? Haut rein. Bis dann. Ciao.